Hey Freunde, herzlich willkommen auf Ben Master Toys. Heute ist wieder ein toller Tag, denn ich habe einen neuen Adventskalender für euch und zwar den Feuerwehrmann Sam Adventskalender mit über 60 Teilen und wie man hier auch schön sehen kann, mit Diorama, das ist so eine Pappkulisse, inklusive einer Lok und natürlich auch mit der Figur Feuerwehrmann Sam. Ich vermute allerdings, dass hier der wunderschöne Helikopter nicht mit dabei ist, weil der war auch nicht ganz so teuer. Ich glaube 30 Euro, ich versuche mal den euch bei Amazon wieder unten in der Beschreibung zu verlinken. Ich habe mir den gekauft, weil ich eigentlich auch die Serie Feuerwehrmann Sam gucken wollte. Das ist auch der Grund, warum dieser Adventskalender jetzt erst kommt. Eigentlich wollte ich den viel früher auspacken und zwar eigentlich mit Paw Patrol zusammen. Paw Patrol habe ich mir auch wirklich viele, viele Folgen angeguckt, damit ich halt wusste, wer ist wer, ne? Die ganzen Figuren, die ganzen Charaktere. Jetzt muss ich aber zugeben, bei Feuerwehrmann Sam habe ich bisher keine einzige Folge geguckt. Ich weiß halt nur, es geht um Rettungsgeschichten, Feuerwehreinsätze und der Feuerwehrmann heißt scheinbar Sam. Das ist alles, was ich weiß. Der Adventskalender ist von Simba. Ich weiß nicht, ob ich von Simba dieses Jahr schon was hatte. Fangen wir mal an mit einem der ersten Kommentare. Und zwar von Barry Rainbow 10. Hi, bin seit neuestem dabei, liebe deine Videos jetzt schon und hoffe, dass du weiterhin viel Erfolg hast. Kannst du mich mal grüßen? Ich grüße Barry Rainbow 10. So, der Adventskalender ist nicht kaputt, sondern man kann hier direkt am Anfang dieses Cover, was ich die ganze Zeit festgehalten habe, quasi einfach abnehmen. Und auch wenn es hier unscharf wird, ihr seht jetzt von der Rückseite, ist das Ding einfach nur weiß. Ich habe gerade überlegt, kann man sich das irgendwie als Poster an die Wand machen oder ins Zimmer hängen? Na, ich weiß nicht. Man kann es auf jeden Fall gut aufbewahren. Und da haben wir den Adventskalender auch schon. Man erkennt die Türchen nicht so gut, zumindest nicht hier auf meinem Monitor. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich gucke beim Auspacken nicht auf die Sache selbst. Dann würde ich nämlich die ganze Zeit nur so gucken. Und deswegen versuche ich halt immer auf meinen Monitor zu gucken. Der ist nämlich da und da sehe ich, was diese Kamera oben aufnimmt. Deswegen erkenne ich manche Sachen immer nicht sofort. Das Ganze ist ein bisschen schwieriger, als würde ich tatsächlich so immer hingucken. Dann kann ich natürlich alles besser erkennen, als würde ich das Ganze über die Kamera am Monitor sehen. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich ab und zu mal was falsch sage, weil ich es nicht sofort erkenne. Es liegt halt daran, wie ich es gerade erklärt habe. So, wir fangen einfach mal an. Oben links ist hier die 1 von Feuerwehrmann Sam. Oh, hier steht sogar hinten was drauf. Es ist Heiligabend in Pontypenty und Derek plant seinen Cousin Norman Price einen Schneemannbau in einem Schneemannbau beim Wettbewerb zu besiegen. Solange Norman damit beschäftigt ist, Tante Dillys, ich kenne die Leute nicht, tut mir leid, zu helfen, wird er nicht bemerken, dass ich schon angefangen habe, meinen spektakulären Schneemann zu bauen. Also ist das jetzt Derek, könnte man fast meinen. Die Figur ist, ja wie soll ich sagen, die Figur ist, erst einmal sieht sie ganz ordentlich aus. Man kann die Beine ein bisschen bewegen, man kann die Hüfte sehr, sehr easy einfach mal hier. Das würde ich auch gerne kennen, das wäre witzig. Dann die Arme lassen sich auch, das sind Kugelgelenk, Schultern lassen sich auch ganz gut und ordentlich bewegen. Und der Kopf lässt sich ein bisschen schwerer bewegen, da hat man fast Angst, dass man den abbricht. Aber die Hüfte ist mal sehr, sehr, sehr easy ausgelegt hier. Die Figur ist in Ordnung. Ich würde nicht sagen, dass die Figuren jetzt mega top sind. Ansonsten vom Gesicht her, man kann alles erkennen. Aber wenn ihr zum Beispiel meinen Turtles Adventskalender gesehen habt, da war ich von den Figuren wirklich mega begeistert. Ich war schon in der Schule im Vorlesen nie gut. Ich hoffe, hier steht hinter den Türchen nicht noch mehr Text zum Vorlesen. Wo haben wir denn die 2? Ich will hier Figuren auspacken. Die Nummer 2, na komm. Aha, hier unten gleich. Und hier kriegen, oh, okay. Das ist in großen Buchstaben geschrieben, das kann ich besser lesen. Wir kriegen hier, oh, einen Schlitten mit einem Seil. Das Ganze kann man, würde ich mal sagen, jetzt hier so dran machen. Und dann haben wir tatsächlich einen Schlitten. Das ist ja fast wie bei Paw Patrol hier. Und Bonuspunkt oder Minuspunkt? Bonuspunkt! Er kann sich hier sogar am Schlitten festhalten. Ja, oh, guck mal, direkt Bonuspunkte. Er kann sich wirklich am Schlitten festhalten. Das ist nice. Oh, wie cool wäre das, wenn es dieses Jahr oder jetzt im Januar und Februar richtig geil schneien würde. Oh, ich würde dieses Jahr echt mal wieder rodeln gehen. Da hätte ich so Bock drauf, im Schlitten irgendwo runterzufahren, um mich in Gefahr zu bringen. Schauen wir uns nochmal den Text an. Hier steht, Derek beginnt damit, das Zubehör für seinen Schneemann in den Schlitten zu packen. Also, ich habe jetzt den Derek selbst reingesetzt, aber dabei braucht er Zubehör. Das heißt, Türchen 3 könnte Zubehör sein. Schauen wir doch einfach mal rein in Türchen Nummer 3. Das ist hier ganz links. Und hier haben wir Zubehör. Vielleicht nicht für einen Schneemann, aber falls unsere Figur, die scheinbar Derek heißt, keine Lust mehr hat, Schlitten zu fahren, dann kann er die Dinger hier anziehen. Die passen jetzt nicht so
gut. Vielleicht gehören die nicht zu seiner Figur. Aber er kann die Stöcker in die Hand nehmen. Okay, also diese und Gehunterstützungshilfen passen wieder besser. Nur diese Dinge halten an den Füßen jetzt überhaupt nicht. Die sind viel zu groß. Aber vielleicht packt er die auch einfach nur in den Schlitten rein. Weiß ich nicht. Und in der 3 steht natürlich auch nochmal was. Aha, Derek bemerkte, dass es gerade anfängt zu schneien und schnappt sich kurz entschlossen Normans Skiausrüstung. Schnee hält mich nicht auf. Jetzt wissen wir auch, dass die Schneeausrüstung zu Norman gehört. Also das ist der erste Adventskalender, wo man was lesen kann. Ich bin froh, dass das nicht zu viel ist. So, oh, jetzt ist es wieder klein geschrieben. Eieiei, oh, wir kriegen einen Helm. Hoho, guckt euch das mal an. Der könnte tatsächlich zu ihm hier passen. So, guck mal, unter die Nase noch und dann haben wir hier einen Helm. Und das sieht tatsächlich auch ganz ordentlich aus. Also man kann hier die Figuren echt gut bestücken. Gar nicht so schlecht gemacht. Sieht vielleicht ein bisschen so aus, ja, als hätte er einen Turban, so einen Verbandsturban, also eher einen Verband auf dem Kopf, weil er eine Blutung am Kopf hatte irgendwie. Ja, aber soll, glaube ich, einen Helm darstellen. Die Frage ist jetzt, wie wird diese Tante ausgesprochen? Tante Dillys? Tante Dillys wird schimpfen, wenn ich meinen Helm nicht trage. Widerwillig setzt er ihn also doch auf und macht sich auf den Weg zum Stadtrand. Die 5 brauchen wir als nächstes. So, also durch das Lesen wird dieses Video wahrscheinlich wieder so viel länger, als ich das eigentlich geplant hatte. Hier haben wir die 5. Einfach mal auspacken und hier haben wir die nächste Figur mit einer, ja, mit einer Mütze. Und die Mütze hält auch so ein bisschen. Ist das Norman, frage ich mich. Aufgrund der Schuhgröße würde ich sagen, ja, wir haben hier Norman, denn die Skier passen richtig gut. Ich dachte erst, der Adventskalender wird mega langweilig, aber nein, ich habe gerade echt Spaß, muss ich sagen. Also Skier passen zu Norman. Ist das überhaupt Norman? Ja, muss ja sein. Wenn die Skier passen, ist das Norman. Währenddessen bereitet sich Garrett in der Bergstation auf die Feierlichkeiten in der Stadt vor. Das wird das magischste Weihnachtsfest überhaupt. Mein Zug wird wunderschön aussehen. Und die 6. Nikolaus unten rechts. Oh, das ist ein bisschen größer und, oh, zum Glück nicht viel zu lesen, aber große Schritte. Und hier ist, ah, guck mal, hier ist nur die Hälfte drin. Okay, das hätte ich auch anders erwartet. Wir kriegen, so wie es aussieht, insgesamt 3 Teile für die Lok. Und dann hoffentlich auch nochmal den Waggon hinten dran. Also das ist natürlich nur die Lok. Ich muss alle Teile des Zugs säubern, damit er perfekt aussieht. Ein paar Schneeflocken beginnen, um ihn herum zu Boden zu rieseln. Das war also die 6. Wir machen weiter mit Numero 7. Ah, die 7 ist direkt da drüber. Und zwar dieses schöne Türchen. Wir haben das Untergestell der Lok. Garrett reinigt seinen geliebten Zug sorgfältig und beginnt, alle Teile wieder zusammenzusetzen. Aha, also jetzt kriegen wir wahrscheinlich gleich in der 8 das nächste Stück vom Zug. Ich würde mal vermuten, dass wir den gleich irgendwie zusammensetzen müssen. So, ich würde mal vermuten, da schiebt man hier so ein bisschen einfach drauf und klick, dann ist er drin. Hier muss die Nase auch rein. Das heißt, die ersten 2 Teile vom Zug haben wir schon wieder zusammengesetzt. Und wir machen weiter mit der 8. So, hier ist natürlich das nächste Teil. Ah, hier steht, schau, meine Lokomotive strahlt wie neu. Garrett bewundert den glänzenden roten Motor. Was denkst du, Nipper? Er sieht sich nach seinem Hund um, doch er ist nicht hier. Wo ist Nipper? Also, der Hund heißt wahrscheinlich Nipper. Ein Glück steht das hier alles auch nochmal. Also, wie gesagt, ich kenne die Serie leider nicht. So, und auch die müssen wir irgendwie noch zusammenstecken. So, man muss natürlich immer gucken, dass das Ganze überall passt. Vorsichtig zusammenschieben. Und dann ist das Ganze einmal fertig. Das ist die Lok. Die Räder lassen sich hier bewegen und das dreht sich auch. Allerdings immer nur auf einer Seite. Wenn man schiebt, bewegen sich dann aber natürlich beide Seiten. Gut, also das ist die Lok. Von der bin ich jetzt nicht so angetan. Also die ist jetzt nicht so der Burner. Ich weiß nicht, naja, lassen wir uns mal überraschen, was noch so kommt. Habe ich schon vorgelesen? Genau, Nipper. Wir brauchen Numero 9. 9 ist hier oben. Mal gucken, was daraus kommt. Hier kommt kleine Bomben. Ich weiß es nicht. So was haben... Ach, oh, ich weiß es. Das sind die Nieten. Die Nieten für den Stahl. Zeige ich euch gleich. Ah, coole Idee. Garrus kann Nipper nirgendwo finden. Er muss auf Erkundungstour sein. Er seufzt und packt eine Kiste mit Weihnachtskugeln aus, um den Zug zu schmücken. Ach, oder sind das jetzt Weihnachtskugeln? Gut, dann sind das wohl eher die Weihnachtskugeln. Ich dachte erst, das sind diese Metallnieten, die man halt auch bei alten Zügen immer kennt oder immer sieht. So, gut, dann sind das halt Weihnachtskugeln, die machen wir ganz einfach ab. Und dann können wir die Dinger hier ganz einfach überall so reindrücken. Also ich glaube, das ist jetzt damit gemeint, würde ich jetzt mal vermuten. Die eine Seite ist fertig, 4 Stück kommen da ran. Vorne sind 2. So, vorne die beiden und dann haben wir hier auch nochmal 4. Und fertig. Auf der Seite 4, hier 2, hier auch 4 und 2 von diesen Christbaum-Weihnachtsschmuckkugeln sind
so wie ich das jetzt erstmal sehe, übrig. Als nächstes kommt die 10. Wieder ein bisschen kleiner, aber das muss ja nichts heißen. Habe ich vorgelesen. Ja, wir haben die 10. Und hier sind wieder kleine grüne Teile dabei. Mein Zug sieht so festlich aus. Wo sind nur die selbstgemachten Kränze der Schulkinder, sagt Garrett. Und hier sind sie. Wie viel sind das? 2 oder 3? Oh, okay. Ich dachte, man kann die zusammenstecken, aber hier ist noch gar nichts zum Bauen. Die werden gleich irgendwo noch dran gesteckt. Bin ja gespannt, was hier noch kommt. Packen wir mal die 11 aus. Vielleicht haben wir dann auch schon unsere Antwort, wo wir die Kränze der Schulkinder draufstecken können. Nein, hier haben wir den Schneemann. Ja, es sollte ja ein Schneemann werden und hier ist viel Text. Derek baut ganz in der Nähe der Bergstation einen Schneemann. Ha, das wird der erste Schneemann sein, den die Jury sieht, wenn sie ankommt. Sie werden so begeistert davon sein, dass ich sofort den ersten Preis gewinne. Er lacht, verschluckt dabei aber eine Schneeflocke und muss daraufhin husten. Da ist er, der Schneemann. Der sieht deutlich besser aus als der aus dem Adventskalender Hot Wheels. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut euch auch das mal an. Ja, der Hot Wheels Adventskalender war auch eine kleine Enttäuschung. Aber der hier ist bisher ganz... Ja, ich sag mal so, er ist ganz okay. Er haut mich nicht um, aber er ist auch nicht mega schlecht. Dann haben wir hier die 12. So, schauen wir mal. Und hier, okay. Das ist jetzt in der Tat ein bisschen wenig. Wir haben hier nämlich nur eine Karte. Das Ganze mal aus der Nähe betrachtet, sieht so aus. Ich weiß noch nicht genau, ja, ist eine Karte, oder? Bei der 12 steht, es schneit nun sehr stark. Ich muss einen Unterstand finden. Einen Schneemann zu bauen ist anstrengend und es wird sehr kalt. Er holt eine alte Landkarte heraus. Doch der Wind weht sie davon. Nein! Er weint traurig vor sich hin und sieht sich um. Er sieht eine Höhle. Dort werde ich warten. Wir brauchen die 13. Okay, die Geschichte ist toll. Immerhin gibt es hier eine kleine Geschichte dazu. Wie gesagt, das hat bisher auch noch kein anderer gemacht. Hätte ich mir von so manchen Adventskalender gewünscht. Hier haben wir die nächste Figur. Aha. Ist das Sam? Nee, ne? Durch das Fenster der Bergwacht beobachtet Sam, wie Garrett nach Nipper ruft. Plötzlich hört man das Funkgerät. Officer Steele ist am Apparat. Er teilt mit, dass Normans Cousin Derek verschwunden ist. Er muss draußen im Schnee unterwegs sein, da er die Skier mitgenommen hat. Hier nochmal, die Figur ist wie die erste Figur auch. Die Hüfte ist diesmal nicht ganz so weich. Beine lassen sich auch nicht ganz so bewegen, weil hinten ist dieser, ja, der Anzug im Weg quasi. Die Arme auch wieder kugelmäßig an den Schultern gelagert. Kopf ist minimal beweglich. Okay. Also die ist nicht komplett aus richtig hartem Plastik. Das ist so ein bisschen weich. Ja, weiches Plastik, hartes Gummi, wie auch immer. Und man kann hier sogar, okay, wenn man wollte, die Hände auch noch abnehmen. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber sonst das Gesicht sieht doch süß aus. Die 14. Mal gucken, ob wir den Hund wiederfinden. Aber erstmal die 14 ausgepackt. Was bekommen wir hier? Wir bekommen 2 Stühle und einen Tisch. Ja, 2 Stühle, die sehen aus. Ich habe neulich was im 3D-Drucker mit Holzfilament gedruckt. Also mit Holzplastik, Holzoptik. Und zwar in Playmobil-Größe habe ich so Paletten ausgedruckt. Die sahen auch so ähnlich aus wie die hier. Wurde ich gerade dran erinnert. Hier steht, Sam sitzt an seinem Tisch und breitet vor sich eine aktuelle Karte des Gebiets aus. Welchen Weg hat Derek wohl gewählt? Er entschließt sich, dass die Höhle und der Weg ins Tal die besten Plätze für den Start der Suche sind. Oh Mann, hoffentlich werden alle noch gefunden. Machen wir weiter mit der Nummer 15. So, wo haben wir sie denn? So viele sind gar nicht mehr übrig. Aber ich sehe die 15 einfach nicht. Wenn man die 15 vor lauter Türchen nicht sieht, hier unten links. Und hier bekommen wir wahrscheinlich so eine Art Ausrüstung. Einen Rucksack. Oh, den kann man sogar umschnallen, würde ich sagen. Eine Schaufel, ne? Und einen Helm. Die Frage ist nur, wem gehört das? Also von der Qualität her ist das wie der Rest des Kalenders. Das ist ganz nice. Ich zeige euch das mal. Hier haben wir ja die Figur von eben. Wie gesagt, bei den Namen bin ich mir nicht sicher, welcher das jetzt sein soll. So, und den Rucksack, den können wir hier nämlich ganz einfach umschnallen. Der hält zwar nicht so perfekt, aber er bleibt erst einmal dran. Man weiß, was quasi gemeint ist mit dem Rucksack. Die Schaufel kann er auch ganz normal hier in die Hand nehmen. Es ist so ein Spaten, so eine Schneeschaufel, so eine Spitze. Das könnte ein Seil sein, genau, ein Seil quasi. Das nimmt er auch nochmal mit. Oder nimmt er das eher um die Hüfte? Kriegen wir nicht hin. Gut, machen wir das um den Hals und dann kriegt er auch nochmal so ein Rugby-Helm auf hier. War das jetzt richtig rum? Könnte auch so rum richtig sein. Das hier oben könnte natürlich eine Lampe sein. Ja, so sind die Ohren auch besser drin, also so passt das schon eher. Gut, der Rucksack ist jetzt nicht so perfekt. Und der Helm auch nicht so richtig. Ah, da muss man so ein bisschen...
Naja gut, okay. Sam funkt Garrett an und teilt ihm die Notlage mit. Wir brauchen eine Taschenlampe, ruft er zu Garrett und packt das Bergrettungsset. Also, ihr habt's gehört, ein Bergrettungsset haben wir gerade ausgepackt mit einer Lampe am Helm. Die 16. So, wo ist das schöne Ding denn? Aha, da haben wir die 16. Das Ding ist ein bisschen kleiner. Und hier kriegen wir... Nanu, was ist das denn? Aha. Ah, das ist wahrscheinlich ein Erste-Hilfe-Kasten. Ah, okay, jetzt macht das auch mit der Taschenlampe Sinn. Hier würde ich sagen, haben wir die kleine Taschenlampe. Dann ein Erste-Hilfe-Kasten und hier irgendeine Sprühflasche. Sam und Garrett treffen sich draußen. Nervös zählt Garrett das Equipment, das er finden konnte, auf. Ein Feuerlöscher, ein Verbandskasten. Falls er verletzt ist, brauchen wir das Erste-Hilfe-Set. Und wenn wir auf ein Feuer stoßen, benötigen wir einen Feuerlöscher. Sam klopft Garrett beruhigend auf die Schulter. Lass uns alles mitnehmen. Also wie ich vermutet hatte, Erste-Hilfe-Kasten, Taschenlampe und hier ein Feuerlöscher. Diese komische Sprühflasche. Machen wir weiter mit der 17. Also man kann die Geschichte richtig gut nachspielen. Das ist mir gerade so aufgefallen. Wir haben hier eine kleine weiße Fledermaus. Ich musste gerade überlegen, in welchem Film waren weiße Fledermäuse sehr, sehr selten? War das Ace Ventura, der tierische Detektiv? Kennt ihr den Film? Also das ist ein richtig cooler Film gewesen damals. Ich glaube, Ace Ventura Teil 1 und 2 gibt es. Und ich glaube, in Teil 2 geht es um... Ja, ich glaube, in Teil 2 ist er auf der Suche nach einer weißen Fledermaus. Irgendwie so. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Mal schauen, was hier steht. Derek kann in der dunklen Nacht nicht sehen. Allerdings bemerkt er ein Geräusch. Oh, ein seltsames Geräusch. Er sieht sich ängstlich um. Das schnüffelnde Geräusch kommt näher, bis etwas Feuchtes seine Hand berührt und ihn ableckt. Derek schreit vor Schreck und erschreckt damit auch eine Fledermaus über ihm, die ängstlich quietscht. Aha, also tatsächlich eine Fledermaus. Das war die 17, es folgt Nummer 18, die ist hier. Und ich glaube, oh, was ist hier drin? Die geht ja schwer auf hier, müssen wir ein bisschen gucken. Hier müssen wir ein bisschen tricksen hier. Trick 17, ganz vorsichtig mit der Schere hier so ein bisschen hoch machen. So, und dann gibt es hier, aha, oh, ich weiß es. Das ist einfach, das ist nämlich so ein, ja, für den Zug, ne, da kommt ihr angefahren, da steht auf den Schienen drauf. Damit der Zug anhält, beziehungsweise hier kann er gegen koppeln, damit er nicht wegrollt. Sam und Garrus werden von einem panischen Derek überrascht, der von einer Fledermaus verfolgt aus der Höhle rennt. Sie sehen, wie Derek mit voller Geschwindigkeit gegen den Prellbock des Zuges läuft. Die Fledermaus versteckt sich schnell im Zug. Also, er läuft hier gegen und die kleine weiße Fledermaus versteckt sich in unserem Zug. Die Frage ist, wo soll sie sich da verstecken? Irgendwo hier unten drin? Okay. Oder sie fliegt vorne in den Kessel rein durch das kleine Löchlein. Glaube ich ja nicht. Aber man weiß ja nie, was Fledermäuse so tun. Die 19 ist am Start. Die ist hier oben. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin vom Adventskalender bisher mehr überrascht als nicht überrascht. Versteht ihr, was ich meine? Okay, was haben wir hier? Einen zugeschneiten Busch? Oder was sollte das sonst sein? Was steht hier denn? Die Wucht von Dereks Zusammenstoß mit dem Prellbock bringt einen Baum zum Wackeln, wodurch Schnee von den Ästen rutscht und auf Derek fällt. Sam und Garrett laufen schnell zu ihm. Bist du verletzt? Fragt Sam. Nein, murmelt Derek. Aber es ist so kalt, dass ich mich nicht bewegen kann. Okay, wir schaufeln dich frei, bevor dir noch kälter wird. Also ich habe ja noch nicht verstanden, wer jetzt wer ist von den ganzen Figuren hier. Aber ich habe das Ganze so verstanden, dass wir hier tatsächlich einen Schneehaufen haben, den wir so auseinander machen können. Und jetzt können wir hier eine Figur reinmachen, wo die Arme auch rausgucken. Okay, die gucken raus, als wären sie gebrochen. Und dann machen wir das Ganze wieder zusammen und dann sehen wir hier, er guckt raus. Hoffentlich ist es der richtige. Ich glaube, ich habe den verkehrten genommen. Aber die Arme sehen so ein bisschen aus wie gebrochen und der ist eingesperrt in so einem Schneehaufen. Ja, ganz witzig. Also super witzige Idee. Der Adventskalender, hier hat man wenigstens sich mal überlegt, was man machen kann, was für Sachen man einbaut in diesen Kalender und gleich eine schöne Geschichte mit dazu, die man auch wunderbar nachspielen kann. Also dieser Adventskalender ist eine der positiven Überraschungen in diesem Jahr. Ich weiß gar nicht, ob er aus diesem oder aus dem letzten Jahr ist. Ich hatte ja auch 2, 3 Adventskalender dabei, die gar nicht aus diesem Jahr waren, sondern aus dem letzten Jahr oder auch aus dem vorletzten Jahr. Aber ganz egal, ich wollte sie für mich einfach haben. Und ich kannte den bisher ja noch nicht. Ich habe mir auch noch nirgendwo angeguckt. Jetzt haben wir hier die 20. Viele, viele kleine Sterne. Ja, wenn so Kleinigkeiten aus den Türchen rauskommen, dann denke ich immer, ah Mann, jetzt muss ich so viel tun. Wo kommen die nur hin, ist die Frage. Was steht denn hier? Ach, wieder so eine kleine Schrift hier. Als Derek wieder im Warmen und Trocken ist, erzählt ihm Sam, dass alle besorgt um ihn waren. Du solltest niemals allein unterwegs sein. Derek schaut besorgt, aber Sam ist verständnisvoll. Okay, es ist zu spät, um dich nach Hause zu bringen. Du wirst uns helfen müssen, den Zug zu dekorieren, damit du
König wieder in Schwierigkeiten gerät. Garrett nickt und reicht ihm eine Kiste mit Sternen. Ha, da haben wir die Kiste mit Sternen. Wir haben ja auch noch die Dinger zum Dekorieren. Ich bin gespannt, wo die noch hin sollen. An den Zug passen sie ja nicht mehr. Lassen wir uns da auch noch mal ein bisschen überraschen. Dann haben wir noch die 21. So, komm raus, wo bist denn du? Ah, hier unten. So, die 21, es gibt noch mehr. Nein, das sind, oh, kleine Kerzen. So, einmal die Unboxing-Schere. Kennt ihr vielleicht noch von meinem Ben Masterful-Kanal? Da habe ich sie bei den Unboxings ganz oft benutzt. Und irgendwann hatte ich sie mal nicht benutzt. Dann haben ganz viele geschrieben, benutzt doch mal wieder deine Unboxing-Schere. So, und hier sind in der Tat, sind das kleine Kerzen. Vielleicht, also man kann natürlich kreativ sein und spielen, wie man will. Also ihr müsst es natürlich nicht so machen. Okay, man kriegt sie auch nicht mehr ab. Ich krieg sie nicht mehr ab. Die sind hier, oh, die sind so fest da drin, weil die würden natürlich hier, würden natürlich auch Kerzen ranpassen zum Dekorieren. Und die Kränze hätten hier wahrscheinlich auch zum Dekorieren an den Zug gepasst. So, jetzt kriege ich halt die Dinger, ach, hier vorne kriege ich sie noch ab. Guck mal, vorne, die sind nicht ganz so schwer dran. Und jetzt kann ich hier natürlich so eine, ja, Kerze dran machen. Das sieht natürlich auch ganz nett aus. Sterne würden hier auch dran passen. Also, das könnt ihr natürlich so dekorieren, wie ihr wollt, Leute. Ihr könnt natürlich auch Kränze dran machen. Wie gesagt, wie ihr das am besten mögt, so macht ihr das einfach für euch selbst, wenn ihr den gleichen Kalender habt. Wir müssen noch lesen, die 21. Sam fügt noch die elektrischen Kerzen hinzu. Derek fragt, weshalb es keinen echten Kerzen gebe. Es ist viel sicherer, diese zu nutzen, wenn viele Menschen vor Ort sind. Wir hatten letztes Jahr ein Feuer. Ja, nicht nur das, wenn man zum Beispiel so tatsächlich so einen Zug mit echten brennenden Kerzen dekoriert. Man muss ja auch mal ein bisschen nachdenken. An so einem Zug sind ganz viel Ölreste. So zum Beispiel, weil die ganzen Teile ja auch immer mal wieder geölt werden müssen. Wer sich mal so ein bisschen mit älteren Zügen beschäftigt hat, hier vorne sind zum Beispiel ganz, ganz immer oder so ein paar Gleitlager, wo halt früher der Lokomotiv früher selbst noch mit der Ölkanne hin ist und hat immer so ein paar Tropfen Öl hingemacht, wenn sie gehalten haben an Bahnhöfen. Und deswegen, ja, so ein Zug ist halt auch immer mit Öl verschmiert und deswegen da echte Kerzen zu nehmen, da könnte auch echt ganz schnell ein Feuer ausbrechen. Die Nummer 22. So, ich bin gespannt. Wir haben noch drei Türchen. 22 ist ein bisschen kleiner. Und wir kriegen wieder was zum Dekorieren. Die nächsten Kränze. Und auch die würden wahrscheinlich an den Zug ranpassen. Also das sind mir jetzt doch ein bisschen zu viele Teile für den Zug, muss ich sagen. Also hier so ein paar Kerzen. Wir haben so ganz, ganz viele Christbaumkugeln am Zug ja schon dran. Wir haben die kleinen Sterne. Wir haben jetzt hier so ganz, ganz viel Zeug. Einzig und allein wahrscheinlich für diese Löcher am Zug. Ich möchte den hier jetzt nochmal abnehmen. Dazu hebel ich das Ganze so ein bisschen aus mit der Schere. Solltet ihr am besten nicht nachmachen. Man kann sich dabei auch verletzen. So, jetzt kann man hier zum Beispiel, ja, guck mal, das passt wunderbar. Jetzt kann man hier so einen Kranz dran machen. Das meine ich. Also, das dürft ihr machen, wie ihr wollt. Jeder darf so spielen, wie er will. Was steht denn hier bei der 22? Zum Schluss kommen die vier großen Kränze. Sie machen einen Schritt zurück, um ihre harte Arbeit in Augenschein zu nehmen. Es sieht atemberaubend aus, sagt Garrett. Ich wünsche, ich könnte Nipper finden. Ihm würde es auch sehr gefallen. Wir müssen ihn finden, bevor es dunkel wird. Ah, ich glaube, ich weiß, wo er ist, sagt Sam. Also, jetzt kriegen wir in der 23 wahrscheinlich noch einen Hund. Und die 23 ist... Die 24 habe ich gerade gesehen. Oh, hier habe ich gerade noch so einen Skistock. Na, wo ist denn die 23? Hä? Ach, hier habe ich schon so ein bisschen eingedrückt. Hier ist jetzt drin in der 23. Okay, nochmal Kleinkram. Und zwar auch wieder Sachen, die wir gebrauchen können. Ich würde mir hier sagen, so eine Art Besen. Eine Laterne. Und hier ein Fernglas. Klar, ist witzig. Ja, wir wollen den Hund ja noch suchen können und da haben wir halt diese ganzen Kleinteile dabei. Gib nochmal einen etwas längeren Text. Garrett, hast du eine Öllampe? Ich fürchte, die Batterien der Taschenlampe könnten nicht ausreichen. Wir werden zurück zur Höhle gehen, sagt Sam. Derek sieht besorgt aus. Aber was ist mit dem Höhlenmonster? Sam zwinkert Garrett zu, welcher davon leicht verwirrt ist, aber dann langsam lächelt. Warum nimmst du nicht diesen Besen zur Verteidigung und benutzt das Fernglas, um auf uns aufzupassen? Sagt Garrett. Also das ist die 23. Wie gesagt, ich war im Vorlesen nie der Beste. Ich habe trotzdem versucht, für euch mein Bestes zu geben. Und jetzt kommt hier die 24. Ah, auch hier nochmal langer, langer Text. Also ist das hier jetzt Feuerwehrmann Sam gewesen? Ich finde das ein bisschen schade, dass er hier nicht sein blaues, normales Outfit anhat. Das ist eigentlich das, was ich erwartet hatte. Also ich würde jetzt mal sagen, das hier war jetzt Feuerwehrmann Sam. Wie gesagt, eigentlich hatte ich so eine Figur erwartet hier. Blaue Klamotten, der gelbe Helm, so das typische Feuerwehrmann Sam-Ding. Vom Gesicht her ist er das ja. Hier die Idee mit dem Schneehaufen finde ich auch witzig. Also wie gesagt, und hier, achso, wir kriegen nochmal den Hund. Das wollte ich natürlich sagen, der Hund ist dann am Ende auch gefunden worden. Hier können wir hinten die Hinterbeine so ein bisschen bewegen, ansonsten
nicht viel. Sieht aber so ganz süß aus. Von der Herstellung her, ja gut, man sieht halt die ganzen Gusskanten, beziehungsweise der Hund war, glaube ich, aus zwei Hälften hergestellt und wurde dann einfach nur zusammengeklebt in der Mitte. Schwanz ist nicht beweglich. Aber wie gesagt, sieht er süß aus. Ich weiß nicht, wie die Spielzeug oder die Spielzeugsachen von Feuerwehrmann Sam sonst sind. Ob das irgendeinen gewissen Qualitätsstandard hat, wo man direkt sagt, aha, erkenne ich sofort, das ist Feuerwehrmann Sam. Oder so spezielle, wisst ihr, wie ich das meine. So, was steht denn in der 24? Och, wieder so kleiner Text, ey. In der Höhle pfeift Garrett leise in seiner Lok... In der Höhle pfeift Garrett leise mit seiner Lokführerpfeife. Aus der Dunkelheit springt ein nasser und kalter, aber glücklicher Nipper. Er springt Garrett und Sam freudig schleckend an. Derek starrt und realisiert langsam, Nipper war das Höhlenmonster. Ah, Nipper hat die Hand geleckt. Haha. Als er seinen Namen hört, springt Nipper auf Derek und leckt sein Gesicht ab. Du sapperst. Sam und Garrett lachen und alle machen sich auf den Weg ins Tal. Die Feierlichkeiten beginnen. Derek gewinnt zwar nicht den ersten Preis des Schneemann-Wettbewerbs, bekommt jedoch den ersten Preis dafür, ein lebensechter Schneemann geworden zu sein. Frohe Weihnachten euch allen. Also alle 24 Türchen geöffnet. Hinten wollte ich ja auch nochmal drauf schauen. Hier hat man leider schon gesehen, was man hier alles bekommt. Dieses Diorama ist auch noch dabei. Das ist so schön zusammengefaltet. Was leider fehlt, sind die Schienen. Die hätte ich gern noch gehabt. Aber jetzt kann man sich das Ganze vorstellen und hier kann man die Geschichte auch wunderschön nachspielen. Ah, okay, guck mal, wir können das Diorama schmücken. Ah, guck mal, dafür sind die Kränze. Das heißt, wir können beim Diorama auch noch schmücken. So ein paar Kränze liegen hier auch noch im Schlitten drin. Ich gucke ja nie zuerst hinten drauf. Ich finde das immer doof, wenn hinten schon zu sehen ist, was drin ist. Also das gucke ich mir vorher nie an, weil sonst ist ja die ganze Überraschung immer weg, finde ich, ne? Das sind jetzt alle 24 Teile oder alle 24 geöffneten Türchen. Ich finde es unterm Strich ein bisschen wenig. Also da muss ich sagen, für 13 Euro war der Turtles Adventskalender oder ich sag mal so, der Turtles Adventskalender hat mir für 13 Euro in diesem Jahr besser gefallen. Und nochmal der Hinweis, ich weiß nicht genau, aus welchem Jahr jetzt die Adventskalender immer sind. Ich sehe sie bei Amazon zum Beispiel und sage, den will ich haben, den kaufe ich mir. Und bei diesem Adventskalender muss ich sagen, die Idee mit der Geschichte ist richtig gut. Ich wünschte, ich könnte besser vorlesen. Aber auch so Kleinigkeiten wie diese Figur in den Schnee oder in einen lebendigen Schneemann zu verwandeln, finde ich cool. Teile zusammenbauen finde ich in Adventskalendern sowieso immer toll. Ansonsten muss ich sagen, nachteilig sind natürlich diese ganzen Kleinteile, wo man sich sagt, ach na gut, ich glaube 30 Euro hat der Adventskalender gekostet, man hat zwar Spaß, man hat jeden Tag ein Stück mehr von der Geschichte, das finde ich richtig gut. Man kann jeden Tag rätseln, wie wird es wohl morgen weitergehen, werden sie alle retten, wird man den Hund wiedersehen und so weiter, das finde ich richtig gut, eine tolle Idee. Aber mir fehlt unterm Strich auch noch, ich würde nicht sagen, der ist viel zu teuer. Also wie gesagt, die Geschichte, das rechne ich wirklich hoch an. Ansonsten viele Vorteile mit dem Zusammenbauen und so weiter. Zum Nachspielen super geeignet, finde ich mega toll. Also man hat eine Geschichte, die man auch noch mit den Sachen hier im Adventskalender nachspielen kann. Man kann sich hinterher auch noch eigene Geschichten ausdenken. Ein bisschen zu teuer ist er tatsächlich, wenn man hier für 30 Euro bezahlt. Zumindest von den Sachen, was man unterm Strich hier rausbekommt. Versteht ihr, was ich meine? Einfach zu viel von diesem Kleinkram. Da hätte man noch ein bisschen mehr wirklich tolle Sachen mit reintun können. Vielleicht noch eine Figur mehr. Aber dann in einem Türchen nur so ein Beutelchen zu bekommen, zum Beispiel mit Sternen oder Kerzen, das ist ein bisschen zu wenig. Ansonsten, ich sag's gerne nochmal, im Großen und Ganzen bin ich positiv überrascht. Ich hatte gedacht, dieser Adventskalender wird total der Flop, aber nein, die Geschichte, ihr seht es in meiner Reaktion, die Geschichte und das Drumherum hat sehr viel wieder gut gemacht. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen!